Gaub holt ihn ab. Wie lange willst du denn noch warten? Bis er rauskommt. Und dann? Willst du ihn umbringen oder was? Hättest du keinen Grund? Aber es ist dein Vater. Ich muss jetzt zur Arbeit, ich bin eh schon 2 Stunden zu spät. Na, wenn schon. Wenn Sie es wieder versuchen, Frau Fahn, dann sind Sie beim nächsten Mal viel länger hier in der Psychiatrie. Das wissen Sie. Ich verstehe das ja nicht. Warum kann ich nicht aus dem Leben gehen, wenn ich das will? Mutti, bitte. Drehen Sie sich um. Schauen Sie Ihre Tochter ins Gesicht und sagen Sie das Gleiche noch einmal. Die Gesellschaft kann solche Entscheidungen nicht dem Einzelnen überlassen. Und sie will es auch nicht. Mein Mann wird heute aus der Haftanstalt entlassen. Ich verstehe nicht. Warum wollten Sie unbedingt zurück nach Hause? Na, wo soll ich sonst hingehen? Es gibt Frauenhäuser. Ach ja, und dann nehme ich dann meine großen Kinder mit, ja? Oder wie stellen Sie sich das vor? Lassen Sie es, Herr Professor. Das bringt ja eh nichts. Sie können Ihren Mann ohne weiteres wieder zurück ins Gefängnis bringen, denke ich. Die Vergewaltigung Ihrer Tochter durch Ihren Mann vor 7 Jahren wurde bisher nicht angezeigt. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Frau Fahn. 1000 Tode würde sie sterben und ich auch. Alles wieder von vorne. Mutti, ich... Sei ruhig! Alter. Typisches Aprilwetter. Wohin fahren wir? In mein Büro. Unser Büro. Manni, unser. Ich hoffe, du hast alles vorbereitet. Bücher, Bilanzen, Geld. Ich erkläre dir alles im Büro, Walter. Was gibt's da zu erklären, Manni? Dein Prozess hat unserem Taxiunternehmen nicht gerade Kunden eingebracht. Das kann ich dir schon mal sagen. Mach jetzt keinen Fehler. Ich habe schon lange keine Waffen mehr. Falls du die suchst. Manni. Das kann auch böse enden mit dir. Hallo. Frau Fahn, diese Tür ist, wann immer Sie wollen, Tag und Nacht für Sie offen. Danke. Ich würde Sie jetzt gerne umarmen. Tun Sie das. Passen Sie auf sich auf, Frau Fahn. Ja? Gibst du mir bitte den Koffer? Ich möchte den Koffer tragen. Wenn jemand den Koffer trägt, dann bin ich das. Nein, ich will den Koffer tragen.
Hat er was über mich gesagt? Nein. Nein, warum sollte er auch? Carla, mach es mir bitte nicht so schwer. Es gibt niemanden, den es interessiert, etwas über mich zu sagen. Du sollst sowas nicht sagen. Carla, wenn du Ausgang hast, dann kommst du zu mir. Bitte nimm dein Taxi. Dann machen wir uns einen schönen Tag, ja? Carla, versprichst du mir das? Bleib einfach hier. Bitte. Einfach hier bleiben, es ist für alle besser, für alle. Weiterfahren ist wieder da. Das war's jetzt, oder was? Django. Ich muss jetzt zur Arbeit, die schmeißen mich raus. Redest du nicht mehr mit mir, oder wie sehe ich das? Ich werde noch wahnsinnig. Wie bewahrt man sich vor einer Katastrophe? Susi hat dir gesagt, dass er sie vergewaltigt hat. Ja, natürlich hat sie das. Und? Ja, was und? Wie fühlst du dich? Das sieht ja aus hier. Vor zwei Wochen haben Sie mich zum Offenbarungseid gezwungen. Ab nächste Woche ist auch das Büro vermietet. Was willst du? Ein paar Fahrer sind mir durchgebrannt mit dem Geld. Der Aushilfsbuchhalter hat das Konto geplündert. Weg. Und unsere 10 Taxis, die gingen weg wie die kleinen Negerlein, eins nach dem anderen. Bis auf das da draußen. Jetzt sag doch mal was! Du machst dann ja ganz verrückt! Du sollst was sagen! Da ist sie. Ich hatte meinen vergessen. Was soll das? Ich glaub dir kein Wort von dem, was du gesagt hast. Dafür bist du viel zu gerissen. Bitte, Walter. Nimm die Hände hoch. Heute Nacht um 12 bin ich wieder hier. Und dann bist du auch da. Mit 150.000 in bar. Money. Wie? Wie soll das gehen? Solltest du nicht kommen, wirst du kaum mehr Freude am Leben haben. Die Waffe ist nicht geladen. Soll ich's ausprobieren? Das ist verrückt. Du weißt doch, Manni, ich bin ein Spieler. 150.000 haben oder nicht haben. Ich habe ein Glück mit meinen 150.000, was?
Seit wann kannst du denn so gut kochen, Susi? Sag doch auch mal was. Schmeckt doch gut, oder? Wir machen uns hier gegenseitig Mut, weil wir wissen, dass er kommen wird. Warum hast du dich denn nicht scheiden lassen? Warum nicht? Es war Zeit genug. Würde das irgendwas ändern? Ich werde ihn doch anzeigen, weil... Es fehlt ein Teller. Bist du ja wieder. Ja, aber wir haben gedacht, du bist halt. Du gehst zu deiner Freundin. Die gibt es nicht mehr. Ich werde dir dein Bett unten im Keller machen, in deinem Büro. Das kann ich auch selber machen. Susi macht das. Ich werde überhaupt nichts machen. Bist du gar nicht in der Schule heute? Was macht dein Abitur? Das war vor 2 Jahren. Es ist wie immer. Gut siehst du aus. Richtig gut. Soll ich kommen? Markus! Wir haben Markus gerade gefeuert. Kaum ist er draußen, geht's schon wieder los. Kommt er her? Er ruft wieder an. Du hast was in der Hand. Zeig ihn an. Nichts wird sie machen. Noch 7 Stunden, Manni. Noch 7 Stunden. Ja, Walter Fahn ist wieder da. Nee, wir können uns schon an sie erinnern. So lange ist es noch nicht her. Sie sind der Freund von dem Mädchen. Walter Fahn ist heute aus der Haft entlassen worden. War das vorzeitig? Nein, er hat die 4 Jahre voll abgesessen. Wegen Totschlag an einem Taxifahrer.
Das sollten Sie eigentlich besser wissen. Das wissen wir auch. Tja, können Sie sich nicht vorstellen, was jetzt passieren wird. Er wird wieder nach Hause gehen und in aller Seelenruhe seine Familie verprügeln. Oder wie geht sowas? Oder haben Sie vergessen, wie er ist? Das hat bei dem Urteil damals keine Rolle gespielt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie das vergessen haben. Was erwarten Sie jetzt von uns? Was kann ich denn überhaupt erwarten? Die Familie könnte um Polizeischutz bitten. Wir würden das in diesem Fall unterstützen. Und dann stellen Sie in jedes Zimmer einen Polizisten, oder wie? Ach, dass Frau Fahn sich vor 2 Monaten mit Schlaftabletten umbringen wollte, das wissen Sie aber. Hm? Also auch nicht. Na ja, Leon, wie wäre es, wenn wir heute Abend hinfahren und mit ihm reden? Ach, der muss euch noch nicht mal die Tür aufmachen. So sieht's aus. Walter Fahn ist wieder. Ich bin es, Carla. Carla, von wo rufst du an? Wo bist du? Na, wo ich immer bin. Ich will zu dir kommen. Ich werde mir jetzt ein Taxi nehmen. Brigitte? Sag was. Ja, Carla, ich... Sag nicht, dass ich jetzt nicht kommen kann. Du hast gesagt, ich kann kommen. Carla, das geht jetzt nicht. Aber soll Susi vorbeikommen? Ich brauche dich. Nicht Susi. Carla, ich schaff das nicht. Ja, Brigitte. Erster, ne? Dein Mann. Ja, das heißt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, im Keller. Carla? Aber kannst du nicht in der Psychiatrie vorbeifahren? Nee, du, nee. Ich mach mir so Sorgen um Markus. Er kommt nicht, er ruft nicht an. Ich fahr jetzt zu ihm hin. Tschüss. Ist er noch im Keller? Wiedersehen macht Freude. Morgen früh um 8 brauche ich den Wagen wieder. Noch 2 Stunden, Manni. Noch 2 Stunden. Was soll das?
mal drohen können wir ihn. So sieht's nämlich aus. Egal, wir versuchen es. Wagen 9111, ja? Hoppla. Ja, ja, hab ich schon verstanden. Wir sind schon unterwegs. Danke, Ende. Jetzt ist es passiert. Die Nachbarn von Farns haben Schüsse gehört. Ging nicht schneller, Entschuldigung. 5 Schuss. Wo ist denn der Doktor? Der konnte nicht mehr länger warten. Er hat gesagt, es sieht nach einer Hinrichtung aus. Haben wir was falsch gemacht? Wir waren schon unterwegs, Leo. Also ich fühle mich ziemlich schlecht. Wir mussten noch von einer Bedrohung der Familie ausgehen. Ändert das irgendwas? Nach hinten, die Tür zum Keller war auf. Ja, ja. Ja, die Tür war auf. Über Spuren reden wir lieber erst morgen, am Tag. Und sonst? Die Nachbarn haben nur die Schüsse gehört. Gesehen hat niemand was. Ja, die Straßenlampe vorm Haus ist kaputt. Findest du, dass es schade ist um ihn? Die Frage beantworte ich dir nicht, Henry. Chris. Fahren. Guten Abend. Guten Abend. Chris ist mein Name. Guten Abend. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, danke. Es fällt mir schwer, mich Ihnen gegenüber richtig zu verhalten mit dem Toten da unten. Sie brauchen sich nicht anzustrengen bei uns. Bitte, bitte. Ich will nicht mit einer Lüge anfangen. Und ich möchte auch nicht, dass Sie lügen. Der Arzt sagte, es sieht wie eine Hinrichtung aus. Was erwarten Sie jetzt von uns? Soll ich weinen? Waren Sie im Haus? Als wir kamen, war niemand da. Nur der Tote lag da unten. Licht war im Raum. Oben in dem kleinen Flur war auch Licht. Und wo waren Sie? Ich war mit meiner Mutter spazieren. Spazieren im Dunkeln? Wir haben es hier nicht mehr ausgehalten. Können Sie das nicht verstehen? Sie auch. Waren Sie auch mit spazieren? Nein. Wo waren Sie denn spazieren? In den Feldern. Hinter dem Haus, da wo der Wald anfängt. Nein, die Schüsse haben wir nicht gehört. Die Kellertür nach hinten raus war offen. Das war ich. Ich habe da immer mein Fahrrad stehen. Ich bin damit zur S-Bahn-Station gefahren. Entschuldigung. Leo, kommst du mal bitte? Entschuldigung. Ja, dann bin ich mit der S-Bahn zu meinem Freund gefahren. Hat er Ihnen gesagt, dass er bei uns war? Markus war nicht zu Hause. Was wollte er bei Ihnen? Und wo ist der Freund Markus jetzt? Das weiß ich auch nicht. Die Waffe kann irgendwo registriert sein. Und der hat sie dann da unten rumliegen lassen, ja? Du kannst davon ausgehen, dass sie als gestohlen gemeldet ist, wenn sie registriert ist. Wird mal irgendwo geklebt. Da sind Reste drauf von einem Klebeband. Ist es richtig, dass der hierher gehört? Ja. Gehen Sie rein, Herr Weiß. In die Küche, bitte. Und das hier konnten Sie sich nicht vorstellen? Nein? Nein.
So nicht. Moment, Herr Weiß. Warten Sie lieber oben. Hast du mich deswegen da rausgeholt? Einen Moment. Die bringt ihr bitte ins Labor. Ich rufe dann später da an. Mhm. Danke. Den Handschuh kriege ich irgendwie nicht zusammen mit allem, was sonst noch da unten im Raum ist. Kann ich den haben? Ja. Warum haben Sie das nicht angezeigt? Du hättest es nicht erzählen sollen. Warum nicht, Frau Pfarr? Weil es jetzt egal ist. Überhaupt nichts ist egal. Kannten Sie den Mann, der Walter Pfarr von der Vollzugsanstalt abgeholt hat? Das war sein früherer Kompagnon aus dem Taxiunternehmen. Wissen Sie seinen Namen? Ja, Manfred Gaub. Der Wagen draußen gehört ihm. Gaub war Zeuge damals in dem Prozess. Frau Pfarr, ich würde jetzt gerne mit Ihnen alleine sprechen. Soll ich einen Anwalt anrufen? Wir schaffen das schon. Markus Weiß ist jetzt oben. Sie bleiben hier, ja? Ein Anwalt wäre nicht schlecht. Sie glauben, wir waren es? Nein. Doch, ich spüre das. Kennen Sie den? Wir haben ihn unten in dem Raum gefunden, in dem Ihr Mann getötet wurde. Frau Fern? Ja. Ja, der gehört mir, ja. Ich putze manchmal damit. Können Sie mir mal den anderen holen? Den anderen? Ja. Ach, den habe ich schon vor vielen Jahren verloren. Deswegen putze ich ja damit. Wollen Sie nicht rangehen? Nein. Wann haben Sie denn das letzte Mal da unten geputzt? Ja? Wer? Ja? Carla! Carla, das ist ganz furchtbar hier. Walter ist erst ermordet worden. Hallo? Hallo? Carla, hallo? Hallo? So geht das aber nicht, Frau Henning. Wir haben Sie schon gesucht. Sie müssten längst im Bett sein. Wissen Sie, wie spät es ist? Ihr Mann ist ermordet worden. So, da bin ich wieder. Ich wohne nämlich gleich da drüben. Sehen Sie hier? Hier, da ist er. Meine Frau hat den Zettel wiedergefunden. Also, der ist am Abend hier mindestens 4 oder 5 Mal hier durchgefahren. Und sowas schreiben Sie auf? Ja, was soll ich denn sonst tun? Ich schreibe das immer auf und besonders am Abend. Bitte. Dankeschön. Irgendwer muss Sie doch gesehen haben, nachdem Sie bei uns weg sind. Bis etwa 10 Uhr. Wer denn? Das frage ich Sie. Ich bin da so rumgelaufen. Mich haben Sie gefeuert heute. Weswegen denn? Ach,
Weswegen? Also gut, ich bin's gewesen. Ich habe ihn umgeblasen. Endlich. Und wo und wie? Ja, wo und wie? Im Keller unten. Mit einer Pistole. Mit wie vielen Schüssen? Weiß ich nicht mehr. Und wo ist die Pistole? Die hat ihr Kollege da unten. In einem Plastiktütchen. Wenn du glaubst, dass du mit dieser Nummer aus der Sache draußen bist, dann hast du dich getäuscht, mein Freund. Also, wenn ich was nicht leiden kann, dann ist es, wenn mich ein Bulle duzt. Und außerdem war ich's nicht. Danke. Danke. Für mich nicht. Ich muss Sie mal was fragen. Wo ist meine Mutter? Drüben. Trägt Ihre Mutter beim Putzen Handschuhe oder nicht? Habe ich noch nie gesehen. Nicht weglaufen, Leo. Du auch. Was ist los, Kleiner? Bleib hier. Jetzt sind wir nach oben, Kollege. Am Abend ist draußen ein Wagen vorbeigefahren, der nicht hierher gehört. Er ist zugelassen auf einen Peter Fink. Und dem gehört eine Werkstatt ganz dicht bei dem Taxibetrieb von Walter Fahn und Manfred Gaub. Und die Tatwaffe ist registriert auf wen? Wenn du schon so fragst, wahrscheinlich auch auf Gaub. Und als gestohlen gemeldet, hm? Ja, Leo, seit 2 Jahren. Bist du jetzt zufrieden? Nee, eigentlich nicht. Darf ich auch mitspielen? Gaub ist wieder aktuell. Da schaust du was. Ja, da schaue ich. Und jetzt? Ihr werdet ihn finden und wir sehen uns in einer Stunde im Präsidium. Ja, so ungefähr. Markus weiß es noch da oben. Die beiden sind noch in der Küche. Ich gehe in den Keller. Ja. Frau Fahn, das mit dem roten Handschuh, das glaube ich Ihnen nicht. Mein Problem ist, dass ich mich beinahe mitschuldig fühle an dieser Katastrophe. Ich kann Sie freisprechen, Herr Kreis. Er war ein durch und durch schlechter Mensch. Sie wissen es. Ach, und dann darf man ihn umbringen, ja? Nee, Frau Fahn. Das kann ich nicht akzeptieren, so nicht. Ich habe ihn 1000-mal getötet, immer wieder. Sie können mich nicht freisprechen, nicht? Haben Sie Ihren Mann umgebracht, ja oder nein? Nein. Waren Sie nach Ihrem Selbstmordversuch in Behandlung? Was soll die Frage? Ich meine, wo? In der Psychiatrie, Professor Burger. Sie würden vor Gericht viel Verständnis finden, Frau Fahn. Nein, Herr Kress. Ich habe meinen Mann nicht getötet. Mordkommission persönlich. Ist immer noch dieselbe Geschichte wie damals. Hört einfach nicht auf. Diesmal suchen wir Gaub. Das hätte ich mir denken können, dass der Scheiß baut. Wo ist er denn? Das würde ich selber gerne wissen. Hat sich von mir einen Wagen geliehen. Möglicherweise hat er seinen alten Kumpel Walter Fahn erschossen. Der ist nämlich tot. Ja, ja. Jetzt wird's eng, Herr Fink. Was habe ich damit zu tun? Was hat er denn gesagt, als er Ihren Wagen wollte? Er war völlig durch den Wind. Zuerst habe ich gedacht, er macht einen schlechten Witz. Er hat gesagt, dass Walter Fahn 150.000 Mark von ihm will.
Wenn es einer von uns war, dann sollte er es jetzt sagen. Wenn wir alle zusammenhalten, dann kommen wir das schon irgendwie durch. Mit dem Satz schließt du dich automatisch aus, oder wie? Aber ich könnte sowas doch gar nicht. Damit unterstellst du uns, dass wir das können. Lass sie in Ruhe, ja? Halt dich raus. Du gestattest, dass ich in der Beziehung hier auch noch ein Wörtchen mitzureden habe. Ihr hört jetzt bitte auf, ja? Du hattest ja auch keinen Grund, ihn umzubringen. Ihr sollt jetzt aufhören! Markus! Markus, bleib hier! Au! Peter! Lass mich los! Das hast du nicht nötig. Susi! Jetzt soll er weggehen! Markus! Es ist offen, Leo! Licht geht nicht. Muss es sein. So kann's gehen. Ja, so kann's gehen. Ich denke, ihr bringt Manfred Gaub mit. Walter Fahn hat von ihm noch 150.000 zu kriegen, wegen der Firma hier. Firma ist gut. Wegen was auch immer. Gaub wohnt immer noch bei seinem Onkel. Hacke sagt, den sehen wir nie wieder. Ja, geben wir ihn in die Fahndung. War das jetzt eine Frage oder schon eine Entscheidung? Frage. Gebt ihn doch einfach in die Fahndung. Hätte die Pistole geklebt. Könnte sein. Ich habe jetzt hier einiges zu tun. Deswegen will ich, dass ihr rausgeht. Geht schlafen oder sonst wohin. Wir könnten frühstücken gehen. Na dann bis gleich, Werner. Also ich lege mich wirklich noch ein paar Stunden hin. Ich nicht. Ich will jetzt nicht frühstücken. Morgen, Leo. Morgen. 3 Stunden Schlaf sind ein bisschen wenig, findest du dich auch? Ich habe sowieso nicht schlafen können. Wieso denn nicht? Dieser Fall, der macht mich ganz krank. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was los ist.
Morgen. Morgen, Gerd. Frühstück. Danke, ich hab schon. Kann auch nicht. Also Frühstück hast du noch nie mitgebracht. Zuerst habe ich mir gedacht, da kommt Rotkäppchens Großmutter. Schmarrn, ich habe heute Geburtstag. Ach ja, natürlich. Ach ja, natürlich. Du. Danke. Du, alles Gute, habe ich vergessen. Danke. Herr Gröss? Moment, ich komme gleich. Ja? Wer soll das alles essen? Na, wer wohl wir? Schweinefleisch. Der Herr Gaub. Nimm den Platz. Danke. Ich möchte betonen, dass ich absolut freiwillig hierher gekommen bin. Ja, ja, ist ja gut. Peter Fink hat mir gesagt, dass Sie mich suchen. Suchen wir den Herrn Gaub? Ja. Der Tod von Walter Farn kam Ihnen sehr gelegen, nicht? So kann man das nicht sagen, Herr Kress. Doch, so kann man das sagen. Hören Sie, ich bin absolut freiwillig hier. Glauben Sie mir, es gibt nichts, was ich nicht schon erlebt habe. Sie sind mit dem Wagen von Fink in der Straße von Walter Farn gesehen worden. Und zwar zwischen 9 und 10 Uhr abends. Ich? Und mit Ihrer Waffe ist Walter Farn kurze Zeit später erschossen worden. 5 Schuss. Aber die... Und nun setzen Sie sich wieder hin, ja? Die Waffe ist als gestohlen gemeldet. Ja, ja, was denn sonst? Solche Waffen sind immer gestohlen. Herr Gaub, wir fangen jetzt mal richtig von vorne an und machen ein Protokoll, ja? Wollen Sie einen Rechtsanwalt? Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Ihr Kaffee, Frau Hennig. Unterschreiben Sie es. Entschuldigung. Bitte. So, da haben Sie Ihr Protokoll. Und? Nix so. Erstaunlich, aber. Wiedersehen. 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 Henry, beim ersten Haftprüfungstermin wäre der freigekommen. Das hättest du vielleicht auch abwarten können. Gibt es außer der S-Bahn-Station noch irgendeine andere Verkehrsverbindung in dieser Siedlung da? Ja, eine Busendhaltestelle, ziemlich nah am Haus von den Farns. Warum fragst du? Ich weiß nicht, vielleicht war hier doch alles ganz anders. Oje.
Was fangen wir jetzt damit an? Mein Gott, den Busfahrer auftreiben von gestern Abend. Leute fragen an der Endhaltestelle. Richtig klein, klein. Erbsen zählen. Einer von euch, nicht beide. Der andere gleich ins Haus zu den Fahns. Ich möchte nicht, dass die denken, uns gibt's nicht mehr. Ja, Chris hier. Gut, verbinde mich. Danke. Hallo, Chris hier. Hallo. Wer ist denn da? Bitte sprechen Sie doch. Herr Professor Tagoni. Herr Professor Tagoni, melden Sie sich bitte in Ihrem Büro. Professor Tagoni, bitte melden Sie sich. Herr Professor Tagoni. Herr Professor Tagoni, melden Sie sich bitte in Ihrem Büro. Hallo. Professor Tagoni. Geht es um den Mord da, oder worum geht es? Ja, darum geht's. Das ist furchtbar. Ich kenne die ganze Familie da. Er hat nichts getaugt. Nichts, sag ich. Ja, warum schauen Sie denn so? Um 22 Uhr rum war das. Ach so, ja, da habe ich ja längst zu. Längst. Frau Speichermann. Ja. Was machen Sie denn hier? Darf ich Sie nach Hause bringen? Sind Sie verlegen? Bin ich das? Ja, ich habe als Kind immer schon ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich einen Polizisten gesehen habe. Darf ich Sie fragen, woher Sie kommen? Nein, das möchte ich nicht sagen. Oder muss ich? Sie müssen überhaupt nichts. Hallo? Sie sind der Polizist, sagt die Frau am Kiosk? Ich bin der Busfahrer, den Sie suchen. Nun muss ich Sie doch alleine gehen lassen, Frau Fahn. Wiedersehen. Wiedersehen. Schieben Sie hier Wache? Nein. Haben Sie was dagegen, wenn ich mal 3-4 Stunden nicht da bin? Nein. Keine Angst, dass ich vielleicht nicht wiederkomme? Wissen Sie, wenn wir jemanden wirklich wollen, finden wir ihn eigentlich immer. Eieieiei. Bitte. Wo wollen Sie denn hin? Zur S-Bahn. Hilft Ihnen das was? Guten Tag, Burger. Kress, guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, danke. Sie sind Leiter der Mordkommission? Ja. Ich nehme an, Sie sind da wegen des Mordes an Herrn Fahn. Gibt es in Ihrer Klinik einen Professor Tagoni? Ja, den gibt es. Ein Neuropsychologe. Warum fragen Sie? Och, sein Name hat mich hierher geführt. Sie können jetzt nicht zum Professor, Frau Henning. Sie können jetzt nicht zum Professor.
Ist wer da? Ja. Ja, die Polizei. Was fragen Sie denn, wenn Sie es wissen? Gehen Sie jetzt bitte auf Ihr Zimmer. Diese Esserei immer mittags. Du musst was essen, Kind. Warum hast du gelogen, Mutti? Ich hab gelogen? Susi sagt, du hast noch nie in deinem Leben rote Handschuhe gehabt. Hab nicht gelogen. Hast du vergessen? War vor 12, 13 Jahren Geburtstagsgeschenk deines Vaters. Wir nicht mal von was anderem reden? Nein. Sie diese Frau wiedererkennen? Also, so genau habe ich natürlich vorher nicht hingeschaut, muss ich sagen. Das konnte ich auch nicht wissen. Wo hast du die Frau fahren, Gerd? Diese Aussage ist für uns ungeheuer wichtig, Herr Salinger. Du warst gar nicht spazieren gestern Abend mit Peter, stimmt's? Wenn es so ist. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Das kann doch kein Mensch aushalten. Würden Sie bitte mal kommen? Wer, ich? Ja, Herr Professor, dann danke ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo? Ja? Kann ich Sie einen Moment sprechen? Ja, natürlich, gerne. Ist sie glücklich? Ich meine, Brigitte, ist sie jetzt glücklich? Ich weiß es nicht. Doch. Jetzt ist wenigstens eine von uns glücklich. Wenigstens eine. Es war gar nicht schwierig. Ich bin mit dem Bus hingefahren und die Tür hinten zum Keller war offen und auf dem Tisch da lag das Ding. Und als er kam, da habe ich geschossen. Ach, der eine Handschuh, der hat gestört, den habe ich ausgezogen. Und dann bin ich wieder mit dem Bus zurück. Und Frau Fahn hat es gewusst. Ja. Sie wollte sie schützen, sie hat gesagt, es sei ihr Handschuh. Tja, so ist sie.
Sie ist so lieb.